Emma. Hier gründet der Berliner Architekt Walter Gropius 1919 das staatliche Bauhaus. Er hat eine Reihe von Künstlern als Bauhausmeister berufen. Wassily Kandinsky, Lionel Feininger, Paul Klee. Beim Bauhaus denkt man an moderne Architektur, an schönes Design und bunte Figurinen. Ausgerechnet hierher kommen Leute, die von Kathedralen der Zukunft träumen, vom Aufbruch nach dem Desaster des Ersten Weltkriegs. Diese Form des interdisziplinären Denkens, dieses Experimentieren, da liegen Möglichkeiten drin, Qualität zu finden. Das Bauhaus zog schließlich 1925 um in die Industriestadt Dessau, damals einer der Hightech-Standorte in Deutschland. Das ist das Grundmodul, im Grunde das Prinzip eines wachsenden Hauses. We have to train a new generation of architects to align interests, to understand what the challenges are. Now in the 21st century, urban design and planning is absolutely the key. Our goal is not creating lovely design, but our goal is influencing the society. Existieren auf der Welt muss bedingungslos sein. Wer Visionen will, braucht Visionäre.